Moin Leute und herzlich willkommen zum dritten Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch erklären, wie ihr euch einen eigenen Minecraft-Server aufsetzen könnt. An der Stelle nochmal vielen Dank an Contao fürs Sponsoren von dem Video. Die haben mir für diese Tutorial-Reihe den Linux-Server zur Verfügung gestellt. Wenn ihr auch nach einem guten Server sucht, checkt den ersten Link in der Beschreibung aus. Der führt euch zu Contao und das ist ein Partnerlink. Ich bekomme ein bisschen Provision und euch entstehen aber keine Mehrkosten. Und nun fangen wir an. Ja, Minecraft. Jeder wollte irgendwie schon mal einen eigenen Minecraft-Server haben und es ist relativ teuer, sich den zu mieten. Heute zeige ich euch, wie gesagt, wie man das selber macht. Hier nochmal der kleine Hinweis. Die Server von Contabo, jedenfalls der VPS, ist jetzt nicht dafür gemacht unbedingt, einen Game-Server drauf zu betreiben. Natürlich könnt ihr Minecraft hier drauf installieren und auch spielen. Ihr könnt auch einen Plugin-Server draufpacken oder ihr könnt auch Modpack draufpacken. Funktioniert alles gut. Rechnet jetzt aber nicht damit, dass ihr da ein krankes Servernetzwerk, jedenfalls mit dem Servertyp, aufbauen könnt. So, um anzufangen, habe ich hier einfach mal die Seite von Minecraft aufgerufen. Hier könnt ihr euch den Server runterladen. Alle Links und alle Befehle findet ihr nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. So, bevor wir hier aber weitermachen, öffnen wir einmal Putty und verbinden mit unserem Server und müssen ein paar Sachen installieren. So, ich mache das mal eben klein und mache das hier mal eben groß. So, das erste, was wir brauchen, ist Screen. Das ist ein ganz nettes Programm, was ich gerne für Minecraft benutze. Da könnt ihr das dann so machen, dass ihr im Hintergrund immer euren Minecraft-Server laufen habt. Und wenn ihr die Konsole sonst schließen würdet, wenn ihr dem folgt, was auf der Minecraft-Seite steht, schließt ihr die Konsole, fährt sich auch der Minecraft-Server runter. Installieren tut ihr das Ganze einfach mit apt install screen. Befehl wieder in der Beschreibung. Ich habe das Ganze jetzt hier schon runtergeladen, sonst hättet ihr es jetzt noch mit Y bestätigen müssen. Als nächstes brauchen wir natürlich noch Java oder Java für den Server, worauf Minecraft natürlich läuft. Das Ganze installieren wir mit apt install default-jdk. Müssen das Ganze auch wieder mit Y bestätigen und das kann jetzt je nach Internetleitung einen kleinen Moment dauern. So, das Ganze ist nun fertig runtergeladen und installiert und als nächsten Schritt müssen wir einen User hinzufügen. Das Ganze machen wir mit AddUser und ihr vergebt einfach einen Namen. In dem Fall werde ich als MC benutzt. So, dann sollte bei euch das kommen und ihr müsst ein Passwort festlegen. Das mache ich mal eben, müsst ihr das nochmal neu eingeben. Das Ganze hier könnt ihr wieder mit jeweils Enter überspringen und am Ende mit Y bestätigen. So, dann können wir uns tatsächlich schon mit SU und dem Benutzernamen, in dem Fall MC, als Minecraft-User einloggen und mit CD kommen wir in das richtige Verzeichnis. So, jetzt gehen wir auf die Minecraft-Website und hier steht, ist der Server für die neueste Minecraft-Version. Die nehmen wir jetzt einfach mal und machen hier einen Rechtsklick und Linkadresse kopieren und können dann hier im Terminal mit dem Befehl wget und einem Rechtsklick die Server-Jar ganz einfach runterladen. Mit ls können wir überprüfen, hat wunderbar funktioniert. So, als nächstes müssen wir tatsächlich noch eine Startdatei erstellen. Das ist relativ einfach. Das machen wir in dem Fall mit Nano. Ihr gebt der Startdatei danach einen Namen. Ich nenne sie jetzt einfach mal der Übersichtsserver Start mit der Endung .sh. Also wir stellen die Datei start.sh. So, hier muss jetzt ein Befehl rein. Ich habe den hier schon mal vorbereitet und ich erkläre euch das Ganze einmal. Hier rufen wir einfach Screen auf. Hier ist noch ein Parameter. Hier können wir dann ganz einfach dem Screen der Screen-Session den Namen geben. Ich nenne sie jetzt einfach hier mal Minecraft und dann einfach hier den Befehl, um den Server auszufüllen. Wichtig für euch ist eigentlich nur das hier einerseits. Also hier legt ihr einmal die maximale Anzahl von RAM fest, die ihr oder Arbeitsspeicher fest, die ihr dem Minecraft-Server geben wollt und hier die minimale Anzahl. Also in dem Fall minimal 512 MB, maximal 4 GB. Ich kann das Ganze jetzt auch einfach mal lustig erhöhen, je nachdem wie viel RAM ihr habt. Das seht ihr entweder, wenn ihr den Server kauft. Bei Contabo ist das ganz übersichtlich. Ich zeige euch nachher noch aber eine Möglichkeit, wie ihr das sonst noch auslesen könnt. Wie ihr am Datum seht, habe ich es natürlich vergessen, euch zu zeigen, wie man den Arbeitsspeicher auslesen kann. Deswegen nehme ich das jetzt ein paar Tage später auf. Dafür gibt es eigentlich ein relativ einfaches Programm. Das nennt sich Htop oder Htop, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Das installiert ihr einfach mit apt install Htop. Ist tatsächlich sogar noch nicht installiert, wird gerade bei mir installiert. Ist, wie gesagt, ein sehr kleines Programm. Ist jetzt direkt schon installiert, jetzt könnt ihr Htop eingeben
Und kommt in diese wunderschöne Übersicht. Die sieht jetzt erstmal sehr kompliziert aus. Hier seht ihr erstmal alle Prozesse, die laufen und von welchem User und so weiter. Wichtig ist für uns, dass hier oben. Hier seht ihr, wie lange euer Server schon läuft. Hier seht ihr eure CPU-Kerne und die Auslastung. In dem Fall habe ich jetzt hier 6 CPU-Kerne, die so gut wie null ausgelastet sind. Und für euch ist wichtig Memory, also MEM. Hier seht ihr 282 Megabyte von 15,7 Gigabyte. So könnt ihr einfach auslesen, wie viel Arbeitsspeicher euer Server hat. In dem Fall 15 GB bzw. 16. Da könnt ihr gut und gerne 8 GB, vielleicht sogar noch mehr, für euren Server vergeben. Schließen tut ihr das Ganze übrigens, wie hier unten auch steht, mit F10. Ihr drückt einfach einmal F10 und schon seid ihr raus aus dem Menü. So, und hier hinten ist ganz wichtig der Name von der JAR-Datei. Hier, wie wir sie runtergeladen haben, heißt jetzt einfach server.jar. Ihr könnt die natürlich auch umbenennen und dann schreibt ihr hier auch server.jar rein. Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Befehl. Den kopieren wir uns jetzt und fügen ihn hier in der start.sh-Datei mit Rechtsklick ein. Und das war es eigentlich schon. Mit Steuerung X, Y und Enter können wir das Ganze bestätigen. So, und jetzt sehen wir hier, sind die beiden Dateien drin. Wir müssen das Start-Script jetzt noch ausführbar machen. Das Ganze geht mit chmod plus x und start.sh. Wunderbar. Und dann können wir das Script auch schon ausführen mit ./start.sh. So, das Terminal klärt sich einmal, weil wir jetzt in den Screen reingehen. Und jetzt lädt der Minecraft-Server. So, jetzt steht hier eigentlich direkt, also schließt sich direkt wieder und steht hier Screen is terminating. Das ist völlig normal, ihr habt nichts falsch gemacht. Wenn ihr jetzt nämlich einfach mal ls eingebt, seht ihr, es haben sich trotzdem ein paar Dateien erstellt. Um den Server jetzt wirklich starten zu können, müssen wir eine kleine Sache ändern. Und zwar müssen wir in die Euler.txt rein mit nano-euler.txt. Und müssen Euler, also End User License Agreement, von False auf True setzen. Mit Steuerung X, Y und Enter bestätigen wir das Ganze und können danach wieder die Startdatei mit ./start.sh ausführen. So, das Ganze lädt jetzt hier einmal durch. Je nachdem, wie viel RAM ihr eurem Server zugewiesen habt, dauert das mal länger, mal kürzer. Beim ersten Mal, wenn sich die Welt erstellt, dauert das auf jeden Fall etwas länger. So, wenn dann alles funktioniert hat, sollte hier unten einfach dann stehen und das war's. Dieses Teil hier fungiert jetzt unter anderem auch als Konsole. Also ihr könnt hier unten, wo der Cursor ist, Befehle eingeben. Wichtig, wenn ihr hier in dieser Linux-Konsole seid oder das darüber macht, müsst ihr vor den Befehlen kein Slash eingeben. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal mich zum Operator machen mit dem Befehl OP und dann meinen Namen, RTM. So, hat auch wunderbar geklappt und das war's. Kleine Tastenkombination, die relativ wichtig ist für den Umgang mit Screen. Wenn ihr diesen Screen jetzt hier schließen wollt, könnt ihr Steuerung gedrückt halten und erst A drücken und dann D drücken und dann schließt sich der Screen wieder. Er läuft natürlich trotzdem weiter im Hintergrund. So, um jetzt in den Minecraft-Server wieder reinzukommen oder in die Konsole reinzukommen, oder auch falls ihr jetzt zum Beispiel Pulti aus Versehen geschlossen habt, seid ihr wieder in der normalen Linux-Konsole. Um jetzt wieder in die Minecraft-Konsole zu kommen, gibt es einmal zwei Commands. Ihr könnt einmal screen-ls machen. Da seht ihr dann alle Screen-Sessions, die gerade laufen. Hier seht ihr einmal die ID und Minecraft und seit wann sie läuft und so weiter. Und um euch jetzt da reinzuschalten, müsst ihr screen-rx und dann den Namen oder die ID machen. Ich mache es jetzt mit dem Namen, also screen-rx Minecraft. Und schon sind wir wieder in der Konsole drinne. Ganz wichtig, wenn ihr als Root-Benutzer angemeldet seid, könnte es sein, dass ihr, wenn ihr screen-ls ni eingebt, nichts da seht. Dann einfach mit su, eurem Minecraft-Benutzernamen, also su in dem Fall MC, als Minecraft-User hier auf dem Server anmelden und dann könnt ihr dann ganz normal in den Screen rein. Wenn ihr den Server jetzt runterfahren wollt, was ich einmal mache, gebt ihr einfach Stop ein. Huch. So, dann fährt der Server runter. Denn ich möchte euch jetzt abschließend noch zeigen, wie ihr eure Domain mit dem Minecraft-Server verknüpfen könnt. Momentan müsste es meiner Meinung nach so sein, dass ihr euch über die IP-Adresse anmelden müsst. Wenn ihr aber wollt, dass eure Server-IP dann eben die IP ist, die Domain ist, die ihr gekauft habt, in meinem Fall realtm.xyz, müsst ihr noch eine kleine Sache einstellen. Wir müssen in die server.properties-Datei, die öffnen wir mit nano und dann server.properties. Wir scrollen ein bisschen runter, bis wir bei dem Punkt Server-IP gleich angekommen sind. Hier gibt es übrigens noch viele andere Möglichkeiten, allerdings soll das jetzt kein Minecraft-Tutorial werden. Ich will euch das nur eben zeigen. Bei Server-IP tragt ihr einfach eure IP-Domain ein, in dem Fall realtm.xyz. Mit Steuerung X, Y und Enter bestätigt ihr das Ganze und könnt damit ./start.sh
euren Minecraft-Server wieder starten. So, wenn hier unten wieder Done steht, hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt hier leider gerade kein Minecraft installiert, allerdings gibt es trotzdem eine Möglichkeit, das nachzuprüfen, ob der Server jetzt läuft. Wir gehen einfach auf diese Seite, die ich euch unten auch in der Beschreibung verlinke. Hier könnt ihr dann eure Domain eintragen, in dem Fall realtime.xyz, und klickt auf Get Server Status und seht, euer Server läuft. Hier ist eure MODD, die Version und die Playeranzahl. Die Slots könnt ihr natürlich in der server.properties-Datei beliebig ändern. Und ja, das war's eigentlich schon. So einfach konntet ihr euren Minecraft-Server aufsetzen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat oder ob ihr Hilfe braucht. Wenn ihr sonst noch Vorschläge habt oder so oder Fragen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei und schaut auf jeden Fall bei Contabo vorbei. Und nochmal vielen Dank fürs Sponsern von der Videoreihe. Euch noch einen schönen Tag und haut rein!